Der Herr Lippert ist Abschnittskommandant vom Abschnitt Kanalburg und war heute der Leiter für die Übungsvorbereitung. Josef, was hast du heute für uns vorbereitet? Wir haben heute ein Schaltstufffahrzeug, also ein Schaltstufunfall dargestellt mit einer Flüssigkeit, Methylethanol und Salpetersäure und Natronlauge. Ein Mischtransport, der nicht gekennzeichnet ist. Ein Fahrer ist im Fahrzeug, der nicht Deutsch spricht. Außerdem ist er benommen und macht halt einen sehr verwirrten Eindruck. Okay, welche Gefahren gingen von den gefährlichen Stoffen aus? Wie kann man das zusammenfassen? Es ist so, dass einige Stoffe reizend wirken und die anderen Stoffe leicht brennbare Flüssigkeiten sind. Also das Fass ist undicht, da läuft es aus, das läuft hinten bei der Bordwand herunter und die Feuerwehren sind also dann gefordert, das abzudichten und das ausgeflossene Material schon zu binden, ne? Das stimmt, das ist richtig und man sollte auch schauen, dass bei den anderen Fässern ob Kern überprüft und die Vorgangsweise laut Gefahren und Begleitscheine, die im Fahrzeug sich befinden. Okay, danke schön. Bist du heute noch Übungsüberwacher auch? Ich bin heute gleichzeitig Übungsüberwacher. Dann danke fürs Gespräch.